Hallo, ich bin Petra, gelernte Damenschneiderin, Schnitt- und Entwurfsdirektrice und heute gebe ich euch einige Tipps zum Thema Kräuseln. Im Moment führt eigentlich kein Weg an diesem Thema vorbei, weil wo man geht und steht, sieht man eigentlich Frauen in solchen Sommerkleidchen herumlaufen. Und das sind eigentlich ja relativ schlichte Kleider, wo dann einfach verschiedene Bahnen dran gesetzt werden und die sind eben gekräuselt. Kräuseln ist so generell eine Möglichkeit, ein eigentlich relativ simples Teil so ein bisschen, ich sag mal, aufzuhübschen. Wie zum Beispiel hier bei diesem T-Shirt, das ist ja eigentlich relativ simpel. Aber hier am Hals ist eben so ein Teil in Kräusel gelegt und das macht das Ganze gleich ein bisschen interessanter. Dafür wäre der Schnitt ungefähr so, ne? Man hat also einfach ein größeres Vorderteil, ja? Das hat also mehr Weite und in einem bestimmten Bereich wird diese Weite eben eingekräuselt. Das wird dann im Schnitt meistens mit so einem kleinen Sternchen gekennzeichnet oder irgendeinem anderen Zeichen. Und dazwischen sind dann oft solche Linien gezeichnet. Das heißt, in diesem Bereich muss gekräuselt werden. Ein anderes Beispiel wäre dieses rote Kleid hier. Da haben wir eine Passe, die eben einfach glatt ist. Und in diesem Stückchen dieser Passe, ich habe das hier mal mit auch einem Zeichen markiert, wird jetzt das Unterteil angesetzt und auch gekräuselt. Das heißt, seitlich passt es also noch dran, ganz normal, ne, hier. Und dann ist das Teil eben größer. Und um es wieder auf das Maß der Passe zu bekommen, muss es eben in dem Bereich, der jetzt hier wieder mit so Strichen markiert ist, gekräuselt werden. Bei einem solchen Kleid hier ist die ganze Bahn eingekräuselt. Da wird dann im Schnitt wahrscheinlich nur stehen, kräusel die Stufe auf das Maß des Oberteils ein. Dann gibt quasi dieses Oberteil die Länge vor. Da werden höchstwahrscheinlich keine Passzeichen zu sehen sein. Und wahrscheinlich ist auch diese Stufe hier einfach nur ein vermaßtes Teil. Das heißt, man schneidet das zu, meinetwegen hier so und so viel Zentimeter hoch und so viel Zentimeter breit und muss das eben dann auf das Maß dieses Oberteils zusammenkräuseln. Dieses Kleid hier, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Da hat man ein Oberteil, das tatsächlich in der Schulter gekräuselt ist. Also hier, ne, da sind so ein paar Kräusel. Und dann nochmal hier über der Passe. Die Passe selber ist einfach gerade. Ja, also man würde hier wieder ansetzen. Da sieht man, da ist das Stück gerade. Dann hat man dieses hier, das gibt das Maß vor, für die Strecke zwischen den Sternchen, ne, die ja größer ist, und dann an der Seite passt es dann wieder. Und dann kommt eben unten dran noch das Rockteil, was dann wieder im vorderen Teil gerade ist und dann viel, viel, viel gekräuselt ist und an der Seite wieder ein bisschen gerade. Generell halten wir also fest, mit gekräuselten Partien kann man einen Teil irgendwie ein bisschen interessanter und vielleicht auch romantischer gestalten und man kann eben auch Teile, die man vielleicht vorher schon mal genäht hat, man hätte vielleicht meinetwegen schon mal eine Bluse genäht, die so ganz gerade ist und man möchte jetzt ein Kleid machen, dann könnte man sich überlegen, dass man den Schnitt einfach an einer Stelle abschneidet und dann eben eine gerade Partie Stoff ansetzt, die man eben kräuselt. Als Faustregel gilt, man sollte schon immer ungefähr das anderthalbfache einkräuseln. Das heißt, wenn mein glattes Teil, was ja hier die Form vorgibt, einen Meter Umfang hat, dann sollte die Partie, die ich da unten dran setze, mindestens anderthalb Meter haben. Man kann auch ein bisschen weniger, wenn es erforderlich ist, oder auch ein bisschen mehr, wenn man es ein bisschen stärker kräuseln möchte. Aber das ist so der Richtwert, dieses anderthalbfache. In den Schnittbeschreibungen gibt es zwei Begriffe für Kräuseln. Also entweder heißt es tatsächlich Kräuseln oder es heißt Einreihen. Ja, also hier schreiben Sie Rock einreihen. Und dieses Einreihen ist nicht zu verwechseln mit Einhalten. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also bitte nicht jetzt denken, dass wenn bei einem Ärmel steht, der soll eingehalten werden, dass man den kräuselt. Nein, das ist etwas anderes. Ich verlinke euch oben rechts mal mein Video zum Ärmel einsetzen. Da wird das ja schon ein bisschen erklärt und ich werde auch noch mal ein Video zum Einhalten machen. Das verlinke ich euch dann später auch. Also merkt euch bitte, einreihen ist dasselbe wie kräuseln und Ende. So, wie mache ich das jetzt am geschicktesten?
Ich zeige euch das heute an einem Stufenrock. Der ist ohne Schnitt zugeschnitten, also einfach vermaßt. Und meine erste Bahn ist einfach einmal die Stoffbreite. Also 1,40 Meter habe ich dann auch einfach nur an einer Stelle zusammengenäht, also zur Runde geschlossen. Und das gibt jetzt also mein Maß vor für meine erste Stufe. Demzufolge habe ich also die Stufe anderthalb Mal so breit zugeschnitten. Die Stufe besteht also aus zwei Teilen, die beide etwas breiter als 1 Meter sind. Und die habe ich schon zusammengenäht auch wieder. Meine Stufe hat also zwei Nähte. Als Nahtzugaben habe ich überall 1,5 Zentimeter gegeben. Das finde ich ganz praktisch und ich erkläre euch jetzt auch warum. Denn zum Kräuseln ist es immer am geschicktesten, wenn man zwei Fäden einzieht, die man dann später benutzt, um das Ganze zusammenzuraffen. Diese beiden Fäden werden mit der Nähmaschine eingenäht. Ja, und zwar stellt ihr eure Maschine auf große Stichlänge, also Geradstich, Stichlänge 5 oder so, wenn ihr eine Maschine habt, die irgendwann gedeckelt ist, also die man nicht endlos stellen kann, dann eben auf die höchste Stufe, die möglich ist. Dann näht ihr also mit der großen Stichlänge ohne Verriegeln in 1 Zentimeter Abstand von der Kante eine Naht. Und am besten ist es, ihr teilt euch das ein bisschen ein. Das heißt, wenn ihr also so eine lange Bahn habt, wie ich jetzt hier, ich habe so zweimal eine 1 Meter lange Bahn, dann ist das ein bisschen lange Strecke. Also so einen halben Meter zu kräuseln ist okay, aber ich würde nicht sehr viel mehr machen. Das heißt, also in meinem Fall habe ich also bis zur Mitte meiner Bahn, ja, das seht ihr hier, habe ich mir vorher so einen Schnitt reingemacht, habe ich also die Naht gemacht, habe dann aufgehört, einen langen Faden hängen lassen, auch wieder nicht verriegelt oder so, und dann wieder neu angefangen, ja, auch wieder einen langen Faden hängen gelassen und wieder neu angefangen und auch wieder ungefähr 50 cm lang genäht. Dann kam ich an meiner Naht an. Wenn ihr das gemacht habt, dann kommt die zweite Naht. Und die zweite Naht hat einen Abstand von 2 cm zum Rand. Und da geht es genauso. Langen Faden hängen lassen, anfangen ohne verriegeln, wieder langen Faden und so weiter und so fort. Der Vorteil ist, wenn ihr das so macht, dann näht ihr nachher mit 1,5 cm Nahtzugabe genau zwischen diesen beiden Nähten. Und das wird dann auch am schönsten. Wenn ich die Fäden dann alle drin habe, dann verknote ich die, die zusammengehören, auch so zusammen. Ja, also ich nehme einfach die Enden, die ich ja extra lang gelassen habe, und mache da einfach mal so einen Knoten rein zusammen. Und das mache ich sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Wir machen das, damit wir gleich, wenn wir den Faden anziehen, gleichmäßig ziehen. Ja, dass da also gar keine Zweifel aufkommen, nicht, dass man dann unten mehr zieht als oben. So, in meinem Fall hatte ich ja diese zu kräuselnde Strecke schon in 4 Teile geteilt. Und jetzt teile ich auch die Bahn, an die dieses Teil angesetzt wird, in 4 Teile. Ja, also ich habe ja einmal hier diese Naht. Ich hatte ja nur eine Naht da drin. Da halte ich jetzt meinen Stoff fest. Und halte den so, dass da auf der gegenüberliegenden Seite auch eine Kante entsteht. Und da mache ich mir so einen kleinen Knips oben rein mit der Schere. So. Und dann nehme ich diese Knipsstelle und lege die auf meine Naht drauf von eben. Ja. So. Und ziehe wieder meinen Stoff, bis da eine Kante ist, ja, also hier halte ich aufeinander und da es entsteht ja dadurch wieder eine Kante, genau dazwischen nämlich, kommt auch ein Knips hin, das war in die Richtung und dann mache ich das Ganze auch in die andere Richtung und dadurch teile ich also ohne großes Abmessen und ohne große Probleme meine Bahn in 4 Teile. So, und jetzt starte ich damit, das Ganze aufeinander zu stecken. Ich nehme diese zu kräuselnde Bahn, die jetzt schon die Fäden drin hat, und lege meine Markierungen eben aufeinander. Ja, also ich habe das ja durch 4 Teile unten geteilt, ich habe es oben durch 4 Teile und jetzt meine Knipse kommen jetzt eben aufeinander, Stoff liegt rechts auf rechts.
So, jetzt ist das also aufeinander gesteckt, rechts auf rechts. Hier ist die gerade Bahn, die nicht gekräuselt werden soll. Das ist die zu kräuselnde. Hier habe ich meine Markierungen, ne? Markierung auf Markierung gesteckt. Und dann sieht man ja auch, ne, dass also diese untere größer ist. So, warum haben wir das in vier Teile geteilt? Das hilft uns einfach, dass wir das gleichmäßig kräuseln. Denn wenn ihr das einfach so auf einer langen Strecke macht, dann könnt ihr ja nicht sicher sein, dass ihr nicht vielleicht in dem einen Bereich mehr nachher Kräusel habt als im anderen. So bewegen wir uns jetzt immer nur in diesen Vierteln und wissen dann auch, dass also Viertel auf Viertel passt, ne? Also Viertel der oberen Stoffmenge passt auf Viertel der unteren Stoffmenge. Und das wird nachher ein harmonisches Bild geben. Erfahrungsgemäß kräuselt es sich leichter, wenn man an den Unterfäden zieht. Und das ist ja jetzt hier auch gegeben, denn wir haben eben ja von rechts die Fäden reingenäht. Und deshalb liegt jetzt also der Unterfaden oben, ne? Und dann starten wir und konzentrieren uns jetzt nur auf dieses Viertel, was wir hier haben. Und ziehen einfach mal gleichmäßig an diesen Fäden. Und dann sieht man schon, das geht ganz gut, ne? Das zieht sich zusammen. Und wir können von beiden Seiten ziehen, ne? Wenn man also so eine relativ lange Strecke hat, dann fängt man einfach mal an einer Strecke an. Wie gesagt, immer beide Fäden gleich ziehen. Und dann kann man auch mal ein bisschen von der anderen Seite ziehen. Und man zieht dann auch so, dass man das schon mal immer ein bisschen mit rüber zieht, ne? Ja, und irgendwann hat man dann so das Gefühl, dass man jetzt den unteren Stoff auf dieselbe Länge gebracht hat wie den glatten Stoff. Und wenn man das Gefühl hat, dass man also da ziemlich nah dran ist, dann kann man schon mal direkt wieder einen Knoten machen, der so ein bisschen dichter das Ganze hält, damit nicht gleich beim Verteilen die Kräusel wieder rausrutschen, ja? Also es muss jetzt noch nicht endgültig genau stimmen, aber dass man eben schon mal so ein bisschen in der richtigen Richtung ist. Und das einfach schon mal ein bisschen fixiert. So, und dann fängt man an und verteilt seine Kräusel optisch gleichmäßig, ne? Also dass nicht jetzt hier an einer Ecke ganz viel ist und da ist gar nichts, so wie es jetzt im Moment bei mir hier noch ist, ne? Sondern dass man das eben gleichmäßig verteilt. Das ist ein bisschen Gefummel, aber das lohnt sich, ja? Und wenn man das dann soweit hat, dann steckt man sich die beiden Stoffkanten aufeinander, sodass die obere Kante aufeinander trifft und steckt sich dann so ein paar Nadeln quer da rein, um das festzuhalten. So, ich habe jetzt mein Viertel mal aufeinander gesteckt. Da könnte auch noch mal eine Nadel rein, sehe ich gerade. Und das könnt ihr jetzt also für alle vier Viertel machen und dann unter die Nähmaschine gehen. Ihr könntet aber auch jetzt sagen, ach, ich nähe schon mal dieses Viertel drauf, denn dann kann ich die Nadeln schon mal rausnehmen, da fällt auch nichts mehr raus, dann ist das schon mal gesichert. Also so mache ich das eigentlich ganz gerne, weil ja, das ist dann einfach ein bisschen leichter zu handeln. Beim Nähen jetzt näht ihr mit 1,5 cm Abstand vom Rand, denn das war ja unsere Nahtzugabe, und dann werdet ihr also genau hier in der Mitte auskommen zwischen diesen beiden Rafffäden. Und während ihr jetzt näht, ihr solltet immer von der Seite nähen, also immer von der Kräuselseite, denn da achtet ihr jetzt bitte darauf, dass die Kräusel immer so quasi senkrecht zur Naht liegen. Ja, dass also nicht sowas passiert, dass sich das so komisch verschiebt oder dass sich da was nach oben legt, ja, das passiert leicht, wenn man es von der falschen Seite näht, sondern dass das immer so, so richtig schön plan im rechten Winkel da liegen bleibt, weil dann wird es am schönsten. So, ich habe hier an meiner Maschine die Markierung für 1,5 cm. Ja, da lege ich jetzt meinen Stoff dran, dass der da immer schön lang läuft. Dann seht ihr, das kommt also aus, dass ich dann in der Mitte zwischen den Linien da einsteche. Ich hoffe, ihr seht das. Es ist hoffentlich hell genug. So, und dann
starte ich. Ich verriegel jetzt hier vorne nicht. Das mache ich, wenn ich nachher da wieder ankomme, verriegel ich dann da drüber mit der nächsten Naht und nähe einfach los. Und gucke eben, während ich nähe, immer, dass diese Falten schön da liegen. Das sehe ich ja jetzt so, ne? Man kann die Nadel vorher rausziehen, man kann auch je nachdem über die Nadel rüber nähen. Aber man schaut eben, dass sich das nicht verzieht, sondern dass die einfach immer schön so liegen. Man kann ja auch auf beiden Seiten so ein bisschen festhalten, ne? So rechts und links. Und gleichzeitig hält man hier so das im Blick, dass man bei anderthalb bleibt. Aber da wir das ja vorher so schön vorbereitet haben, ist ja genau zwischen den Linien anderthalb Zentimeter. Also es ist nur noch so eine zusätzliche Sicherheit, dass man da immer noch mal einen Blick drauf wirft an der Seite. Man kann jetzt hier auch immer noch mal so ein bisschen nachschieben, wenn man so plötzlich merkt, ach, es ist doch nicht so ganz schön gleichmäßig gewesen. Ne? Dann hat man jetzt noch die Chance, da wieder ein bisschen zu verteilen. Und dann näht man vorsichtig Stück für Stück weiter. Immer fühlen, dass der Stoff drunter natürlich glatt liegt, ne? Nicht, dass sich da irgendwas hochzieht oder da so eine Falte entsteht, die man da nicht haben möchte. So, und jetzt komme ich langsam ans Ende und nehme den Stoff raus. Ja, genäht sieht das so aus, ne? Also ich habe genau dazwischen genäht. Jetzt natürlich mit kleinem Stich, mit normalem Stich, ne? Und ja, die Kräuse liegen schön so runter. Von der anderen Seite sieht das jetzt so aus. Jetzt seht ihr ja hier noch den Faden drin. Das ist der untere von den beiden Kräuselfäden. Den ziehen wir am Schluss raus. Das ist ganz leicht, ne? Da macht man einfach Schneider an einer Stelle auf und kann den so rausziehen. Das macht man aber am besten erst, wenn man einmal rundherum alles schon fertig hat. Die Nahtzugaben werden später auf jeden Fall nach oben gebügelt und die werden auch dann zusammen versäubert. Man kann das dann auch noch hier absteppen, wenn man das schön findet, oder eine Borte draufnähen oder sowas, aber auf jeden Fall zusammen nach oben versäubern. So, ich bin jetzt einmal rundherum, habe alles festgenäht und von innen habe ich das also auch schon zusammen versäubert. Zeige ich euch jetzt. Beim Versäubern achtet bitte darauf, dass ihr das auch von der Kräuselseite aus macht, damit ihr einfach sicher geht, dass wirklich auch der Stoff immer mit drin ist. Denn sonst ist das, wenn ihr es von hier macht, dann kann das sein, dass manche Kräusel sich so dann doch nochmal nach unten legen oder so, der Stoff, und ihr das dann nicht mit erwischt habt. Das sieht man auch von der anderen Seite dann, dass das nicht ordentlich ist. Also hier ist es jetzt so, dass eben alles schön nach oben liegt und auch alles mit erwischt ist. Und jetzt ist also nur noch unsere zweite Naht da drin, die wir noch loswerden wollen sozusagen. Manche von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, warum machen wir überhaupt das so, dass wir zwei Nähte haben und nähen dazwischen und dann sieht man nachher die Naht, das ist doch irgendwie blöd, das ist so ein Arbeitsschritt, der macht irgendwie wenig Sinn. Doch, der macht Sinn, also man braucht auf jeden Fall zwei Nähte, weil dann einfach die Kräusel viel, viel schöner liegen. Und am allerschönsten wird es eben auch, wenn man dazwischen näht. Wenn man jetzt aber einen Stoff hat, der irgendwie sehr, sehr fein ist, eine feine Seide oder so, dann könnte es sein, dass man nachher ja hier die Stiche sehen würde in dem Stoff. Und das wäre natürlich dann eher kontraproduktiv. Also wenn das so ist, dass ihr einen sehr empfindlichen Stoff habt, dann versucht es auch mit zwei Nähten, aber dann sollten beide Nähte innerhalb der Nahtzugabe liegen. Also dann würdet ihr knapp unter dieser zweiten Naht steppen. Hierbei wird man aber nichts sehen und deshalb nimmt man sich jetzt einfach eine Schere und schneidet den Faden mal irgendwo auf. Und da das ja ganz lose ist mit großen Stichen, kann man den dann auch wirklich schnell da rausziehen. Ne? Und dann sieht das Ganze eben so aus. Hier ist einmal der fertige Rock für euch. Ich finde jetzt gerade im Sommer ist das ja total angenehm, sowas zu tragen.
Und auch wenn das Kräuseln durch die vielen Abschnitte vielleicht ein bisschen Arbeit macht, lohnt sich das auf jeden Fall und ist eben vom Schnitt her auch nicht wirklich anspruchsvoll. Probiert es einfach mal aus. Viel Spaß dabei und bleibt kreativ.